IT-Sicherheit ist tatsächlich in vielen Bereichen ein großes Problem. Also wenn wir zum Beispiel an ein modernes Fahrzeug denken, das ist heutzutage vernetzt über Wi-Fi, Mobilfunkverbindung, USB-Schnittstelle. Da freut sich jeder Hacker in der Zukunft. Das ist ein großes Problem, das die Automobilindustrie jetzt so langsam erkennt. Und da ist jetzt ein Standard unterwegs, die ISO 21434. Und die wird zum ersten Mal dafür sorgen, dass Automobilhersteller über den gesamten Entwicklungsprozess von Anfang an die Security berücksichtigen müssen. Die ISO 21434 stellt sicher, dass Sicherheit über den gesamten Entwicklungsprozess berücksichtigt wird. Es sind keine konkreten Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, also keine bestimmten Verschlüsselungsalgorithmen, die empfohlen werden, sondern eher ein Security Management, das etabliert werden muss. Dazu gehört unter anderem Security by Design, also die Berücksichtigung von Security im Entwicklungsprozess, als auch zum Beispiel ein entsprechendes Incident Response Mechanismus. Also wenn irgendwo eine neue Bedrohung existiert, dass ich als Unternehmen darauf reagiere und Gegenmaßnahmen einleiten kann. Also dass ich einen Mechanismus habe, um Sicherheit bei Bekanntwerden einer neuen Schwachstelle oder für Verfügbarkeit eines Exploits, dass ich entsprechende Gegenmaßnahmen in mein Fahrzeug bringen kann. Also Security by Design steht dafür, dass man Security tatsächlich von Beginn an in der Entwicklung berücksichtigt. Dass man also zu Beginn des Entwurfs eines Systems bereits Security-Aspekte im Blick hat und entsprechende Maßnahmen implementiert. Also beispielsweise, dass man eine Verbindung mit einem Backend, die über eine offene Mobilfunkverbindung läuft, dass man sie beispielsweise verschlüsselt. Ja, das, Verschlüsselung ist selbstverständlich, aber eben leider nicht in allen Bereichen der Industrie bisher. Also häufig wird davon ausgegangen, dass man bestimmte Dinge nicht verschlüsseln braucht, weil sie sowieso von niemandem eingesehen werden können. Das ist nur so lange richtig, wie sich ein Fahrzeug beispielsweise nicht über Mobilfunk oder andere drahtlose Verbindungen nach außen hin öffnet.